Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortsetzung meines Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde 1 gegen 1. Und Leute, heute gibt es mal wieder eine kleine Ankündigung. Wir sind heute live. Nur nicht auf dem Salzwerk-Kanal, sondern wir sind zu Gast bei der Bonjour Osterladen. Juhu! Ich freue mich sehr. Aber ich muss auch mit etwas brechen, leider. Viele ahnen es jetzt schon. Ich hatte die spontane Spendenaktion quasi gestartet, ja. Und bei dieser Spendenaktion ging es darum, wenn 500 Euro zusammenkommen, für den guten Zweck selbstverständlich, dann werde ich My Heart Will Go On performen von Celine Dion. Ich möchte da gerne zurückziehen, auch wenn ich weiß, dass es kein feiner Move ist, aber es gibt viele verschiedene Gründe dafür. Der wohl einschlägigste ist gerade, dass ich mich einfach nicht wohl dabei fühle. Und dementsprechend, ich mag einfach nicht. Ich will einfach einen schönen Abend haben, Spaß mit den Jungs und ich bin gerade einfach nicht so confident, kann man sagen. Ich hatte eine sehr, 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 sehr stressige Woche und ja, das klingt irgendwie so ein bisschen wie Ausreden finden, ne? Darum soll es aber gar nicht gehen. Ich bin nicht der Dude, der sagt, nee, rumalbern ist ja, oder so selber cringe sein, sich selbst auf die Schippe nehmen. Das kann ich durchaus, keine Frage. Wisst ihr, glaube ich, auch. Aber nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen Bauchschmerzen einfach damit, weil ich null Vorbereitungszeit hatte und sehr gestresst bin. Und ich kann mich gerade einfach nicht so fallen lassen, was das angeht. Und ist schwer in Worte zu fassen, gerade während man spielt vor allem. Vor allem, weil ich das Video so schnell nochmal eben aufgenommen habe, weil mir aufgefallen ist, dass es gar nicht angekündigt war, dass wir heute Abend, ich nehme das um 12.40 Uhr auf und ein paar Stunden fahre ich nach Hamburg und dann bin ich da auf der LAN. Und soll My Heart Will Go On performen und ich kann halt überhaupt nicht singen, was nicht das Problem wäre, würde ich mich, warum bin ich eigentlich gerade T2 gegangen, Full Eco und spiele Sieb? Kann mir das jemand explainen, please? Cause I don't quite get it. Ich spiele jetzt einfach ein Canon-Bild mit Sieb, I suppose. Fuck. Naja, anyway. Wollte ich nur nochmal kurz gesagt haben, dass ich werde jetzt heute Abend auch nochmal in etwas schöneren Worten zusammenfassen. Auf der LAN, denke ich mal. Aber gerade ist einfach das nicht so wirklich drin. Und das tut mir leid. Für alle, die da Geld gespendet haben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie wir es handhaben sollen. Ich werde wahrscheinlich persönlich jeden einzelnen von euch anschreiben per E-Mail. Die habe ich ja. Ist ja per PayPal gewesen. Und fragen, was passieren soll. Ob wir es verschieben. Ob ich irgendwas anderes dafür machen kann, ob das trotzdem gespendet werden soll. Naja, also das soll nicht euer Schaden sein, so würde ich sagen. Und dementsprechend, tut mir leid. Aber ich bin gerade einfach nicht dazu in der Lage, irgendwie so eine Nummer durchzuziehen, auch wenn ich irgendwie selber persönlich schon Bock hätte. Aber ist einfach gerade nicht drin. Aber das soll jetzt auch nicht zu sehr dieses Video hier heute bestimmen. Ist schon failig genug, dass wir hier mit 7 Cannons spielen. Obwohl ich eigentlich Rockins gehen wollte. Naja, gut, anyway. Machst du nix, ne? Passiert dem Besten. Nein, passiert dem Besten nicht. Sowas passiert dem Besten nicht. Das passiert aus Salzi. Anyway. Ich weiß auch gar nicht, wie ich hier bauen soll. Ich baue gerade irgendeinen Schmuh, ne? Ist schon crazy. Nein, gib mir diese Not bitte. Das war krasses Autopilot-Gameplay. Ich glaube, ich hole mir gleich Rockets Upgrade Center und dann versuche ich da irgendwie noch Stuff zu machen. Das ist einfach Cannon into Rocket Upgrade. Ja, ja, ja. Das ist neue Meta, Leute. Die das wollt oder nicht. Nee, ist das dämlich. Ja, gut. Upala, ich will doch immer unten anfangen. Das ist so eine Kinderkrankheit, die ich nach außen merzen muss. Dass ich immer oben anfange, den Mutzbam zu ziehen. Ich muss unten anfangen. Ich weiß nicht, ob das actually was bewirkt, aber ich glaube schon. So, Cannon ist ready. Schade, ich kann doch auch mal bitte Glück haben mit meiner Cannon. Jetzt Upgrade Center, Rockets habe ich gleich.
Damit kann ich dann, denke ich, schon mal Stress machen mit den Rockets, oder? Ich glaube, ich werde eine hier unten reinpacken. Das wird eine EMP werden. Zack, da ist sie. Ah, ist ein bisschen ambitioniert gebaut gewesen, ne? Ist ein bisschen ambitioniert gebaut gewesen. Actually, it wasn't. Hey, ich habe doch wirklich nicht viel tiefer gezielt und er geht nicht aufs Schild. Also ja, langsam machen mich Cannons wirklich fertig. Ich sollte hier noch ein bisschen Verteidigung vorklatschen. Vor allem, wenn da gleich noch mehr Cannons... wenn er zwei Cannons hat, sollte ich auch noch mehr Verteidigung selber haben. Na. Jetzt trifft er wieder das Schild. Und da kommt tatsächlich Anti-Air. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. So, hier oben kommt eine Shotgun rein. Alright. Der ging... Wo ist er hingeflogen? Wo ist das letzte Geschoss hingeflogen? Na. So, er hat viel in Anti-Air investiert. Das ist nice, gibt uns einen kleinen Vorteil. Wir gehen ja für eine Mine, um irgendwie zu sustain. Na, brauche ich noch nicht schießen, ist Energy Waste. Und das wieder kaputt. So, versuchen jetzt mit der EMP hier irgendwie Druck aufrecht zu erhalten. Dass er die schon wieder kriegt, ist ein bisschen ärgerlich. Das ist auch sehr ärgerlich. Ja, er ist Spion, ne? Das merkt man auf jeden Fall. Er klaut uns hier die ganze Zeit, was das Zeug hält. Ressourcen und vor allem Strom. Also ich glaube, das war das erste Mal, dass er die aktiviert hat. Oder das zweite Mal, maybe. Ist auf jeden Fall nicht geil. Ah, das ist so bitter. Gegen den Spion Energieproduktion verlieren willst du halt echt nicht, ne? Das willst du halt echt nicht. Ja, Leute, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, als ich mit sieben... Oh, hier, Dings Arsch gegangen bin, kennen. Also, das ist ja wirklich anders dumm gewesen. Machst du nix. Hab mich jetzt hier ein bisschen an die Wand gespielt. Kannst du mal mit einem Door-Snipe probieren, aber ich habe nicht mehr dafür genug Energie. Brauch halt erstmal Stromproduktion wieder. Wenn jetzt hier langsam, aber sicher outdamaged werden. Das waren drei Türen. Feels Batman. Wo soll ich das Metall hernehmen, um das zu refinanzieren? Na? Geschweige denn zu reparieren. Da hilft nur noch Woodspam. Das Ganze ein bisschen abzufedern. Ja, der ging drüber, das ist nice. Ich glaube nicht, dass ich da oben... gute Chance habe. Da unten. Deswegen nochmal hier eine Shotgun aufgebaut. Muss aber ein bisschen fester sitzen als die letzte. Ne, kann ich auch nicht leisten. Something a little bit like this, maybe? Excuse me? Hallo? Warum kann ich da nichts reinplatzieren? So, jetzt noch das Metall für Lö. Schauen
Shotgun zusammenbringen. Ja, der Sand sagt, da passt nicht gut, ne? Yeah, maybe. Das wollte niemand. So, wir sind, glaube ich, gleich wieder einsatzbereit. Wir müssen halt nur einmal effektiv die EMP durchbringen, dass wir so ein bisschen Druck aufbauen können auf ihn. Das ist irgendwie nicht gut. Dass er den Winkel auf da unten hatte. Na komm, vielleicht können wir das auch noch irgendwie retten hier. So, das hätten wir. So, geil. Haben nur eine Mine verloren dafür. Nein, ich treffe das doofe Ding nicht. Brauchen wir Strom, weil er schon wieder aktiver hat, der Lümmel. Komm, das muss jetzt durchkommen. Dann die Cannon. Das trifft schon wieder nicht den richtigen Spot. Ich raste komplett aus. Es muss tiefer treffen. Komm. Danke. So, damit haben wir gut was weggemacht. Jetzt können wir vielleicht noch der Gunner klauen. Okay, wild, dass die Shotgun dann gar nichts getroffen hat. Ich habe wirklich Zero Strom Production. Was soll das? Hä? Bitte, Defender! Geh doch bitte! Wirklich? Ja, da poppt eine Bitdefender-Benachrichtigung auf. Ich raste aus. So, jetzt brauche ich bitte mehr Strom. Please do something, Strom. Es ruckelt schon wieder hier. Ist was ausgegangen. Nein, das ist noch ein zweites gewesen. Da ist keine Batterie hin. Ihm versuchen, darüber genug Stahl zu klauen, dass ich hier wieder zurück ins Game finden kann und vielleicht mit einem Howie. Dass ich die noch nicht kriege, meine Güte. Muss hier irgendwie Plan sein. Geil. Das eine Schild haben wir, aber wir haben gerade nichts. Reingeschossen dadurch, ne? Okay, nice.
Kleiner Kackgunner. Wollen wir uns mal Smoke? Treffen würden wir geil, ne? Ich sag's euch. Könnt ihr mal bitte irgendwo ein paar Türen spielen, bitte? Nein. Nein. Ich kann meine Aktive halt nicht einmal sinnvoll verwenden, ne? Richtig. Und richtig. Er weiß halt, dass der Heu kommt, ne? Dementsprechend wird das alles sehr viel bedrohlicher für ihn hier werden. Hallo? Bitte Schuss? Energie ist doch da. Nice. Mal wieder rein. Geil, den haben wir wieder gekriegt. Wurde mir, glaube ich, gerade wieder geklaut, hat sich zumindest so angefühlt. Dass die Tür da erst so spät aufgeht, das vergesse ich die ganze Zeit einzukalkulieren. Oh nein, er kriegt den Door-Snipe. Das kann doch jetzt wirklich nicht angehen, oder? Wie unlucky einfach. Aber mit nächsten Howie kann ich da einiges kaputt machen, glaube ich. Boah, jetzt nur genug Energie kurz. Der kommt gut. Ja, gucke mal. Oh! Leute. Oh. Ey, sorry. Also, ich wollte euch nicht mit diesem Video runterziehen oder so. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass das heute Abend irgendwie ein bisschen anders laufen wird als geplant. Ich gehe jetzt erstmal warm duschen nach diesem Game. Ich bin ausgelaugt, Leute. Einfach ausgelaugt. Da gibt es viele Gründe für. Ich mache nochmal ein Video dazu, keine Frage. Heute Abend, lasst uns einfach einen schönen Abend haben mit Forts, bei dem, mit den Bonjour-Jungs, bei Bonjour in Hamburg. Ja, mit Edo, Leon und Matteo. Ich freue mich sehr, die Jungs wieder besuchen zu dürfen. Und ansonsten lasse ich den Abend einfach auf mich zukommen. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was und haut rein.